Medi? Medi 1! Alles okay? Habe ich nicht gesagt, du sollst aufpassen, wen du scannst? Komm her. Ich hätte dich in diesem Ratanis lassen sollen. Ziemlich üppige Wildnis hier. Jäger, Gejagte, Einzelgänger, Herden. Sie alle leben zusammen, ohne dass sich das Imperium einmischt. Jedi. Legst du mich zusammen? Gesehen, dass du dir ein paar Blasterbolzen eingefangen hast. Wieso stehst du noch? Meine Panzerung hält sich. Das ist ein Ding! Ziemlich schnell! Ein bisschen Hilfe, Koppel! Das war mein Winkel!
Cyclin! Er ist schnell! Verriegelt. Geschafft. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ist lange her. Vielleicht weiß er, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Maren ging auf Wanderschaft. Alte Geschichten. Wer ist der Fremde? Der sieht für mich nicht wie ein Raider aus. Schnell, mach irgendwas Nutzloses. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Wo ist die Kantine? Gleich da drüben, Neuankömmling. Kannst sie gar nicht verfehlen. Hi, du Störenfried. Brauchst du was? Nein! Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Hey. Lass ihn los. Das wird nicht gehen. Dieses Ding verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lang gesucht haben. Aber natürlich ist er gefälscht! Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Oh. Ich glaube dir. Doch solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Tötet ihn. Oh nein, nein! Genug. Geht einfach. Ein Jedi. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. So, Captain, hättest du mich gehabt. Komm zurück! Ab jetzt wird es nur noch schlimmer. Komm schon! Endstation! Beeindruckend. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Oh, welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Edler Jedi-Ritter, wenn sie ihr Schwert zügeln, ziehe ich friedlich von dannen.
Held, der sich gegen die Battle Raider gewehrt hat. Ah, mein Retter. Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD-1. Es wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ach, ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Danke. Aus deiner Hand, wir sind eine Pfütze im Sand. Und bist du vor Durst kurz vom Tod, trink bei uns, sei kein Idiot. Und läufst du vor einem Blaster weg, lass dich nicht treffen, das wär Dreck. Komm in Pailun Saloon, was können wir für dich tun? Ah, ein potenzieller Gast, was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, bitte? Moment. Oh, Kerl. Kerl, lass dich drücken, du Sohn eines Boglings! Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh, du siehst furchtbar aus. Ja, auch schön, dich zu sehen, Grease. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Skyro de Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Monk. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen! Ein Slippery Monk! Kommt sofort! Willkommen in Pailun Saloon, die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird ziemlich gerecht. Hier, was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen, nachdem, er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen, von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, was ist der Mantis passiert? Oh, Arn auf Coruscant. Infos für Saw Gerrera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab's hier gemeint, Kleiner. Nein. Ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist sehr beschäftigt mit einem neuen, Projekt. Hey, Kerl. Wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Danke, Grease. Du siehst nicht aus wie ein Raider. Wie das denn? Kein Blaster in meinem Gesicht, keine verschütteten Drinks und kein wildes Gebrüll. Und der Droide ist niedlich. Das ist BD-1. Ich bin Kerl. Wurde auch mal Zeit, dass ein paar neue Gesichter in die Stadt kommen. Ich heiße übrigens Sig. Freut mich. W-
Verzieh dich, Mann. Wie du meinst. Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Nun, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Gibt's ein Problem? Ich könnte schwören, dass du vorhin da draußen einen Streit mit den Raiders vom Zaun gebrochen hast. Ich hab nicht angefangen. Nun, jedenfalls hast du's beendet. Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Kobo ist ziemlich weit weg von der nächsten Handelsroute. Anscheinend kommt Grease mit Bergungsgut aus. Grease hatte schon immer einen grünen Daumen. Wusstest du, dass er mit seinen Pflanzen redet? Immer noch im Schlaf, hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Haarknäuel. Danke, dass ich mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Je früher wir wegkommen, desto besser. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig. Genau dasselbe hast du damals auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Zu Hause, Grease? Es gibt kein Zurück. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ich kann doch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest es wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir, denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Na schön. Komm, ich will dir was zeigen. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Geh und sieh dich um. Ich hab da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Grease, ich denk drüber nach. Hey,
Pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. Mein altes Schrottsammler-Outfit. Warum hat Grease es aufgehoben? Staubt und verlassen. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuhäufen. Ist es das? Sondern springen, hä? Je schneller wir bei Grease sind, desto... Das sollten wir uns ansehen.